Spinnen. Kann sein, dass irgendwie 100.000 Spinnen. Vielleicht schon. Ja, oh. Spinnen sind ja ziemlich viele. Ja, was? Ich glaube, da hinten sind auch noch zwei Creeper hinter dem. Ja. Guck mich an, kommt nicht durch. Haha. Immer. Kannst du die Kisten einsammeln? Ah, hast du schon, okay. Moment. Geht es da weiter? Nee, du bist nur da noch am Gang schon gelandet. Da waren wir schon. Hier waren wir schon, ja. Okay. Dann kommen wir da hoch. Ach, guck, das ist. Nee. Spinnen, 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 Spinnen. Oh, Skelett, Vorsicht links. Ich hab's gesehen. Ich hab ihn aufgelaut und noch ein Zombie und. Nee, doch nicht noch ein Zombie. Aua. Kommst du? Ja, ich hänge Spinnen jetzt fest. Schnell's weg. Ich häng gerade nicht so schnell. Oh, wie die abgehen, ey. Das ist ziemlich krass mit den Spinnen, ja. Oh, ein Zombie. Hallo, Freund. So. Wir kamen irgendwo von dort, oder? Moment eben. Ich will hier noch kurz was. Aua! Wo kommt die denn jetzt her? Ich weiß es nicht. Das ist eine normale Spinne. Ist nicht so schlimm. Von da, ja, genau. Irgendwo. Gucken, ob wir noch Gravel finden auf dem Weg. Das wäre ganz nice. Damit ich. Das ist keiner zufällig, nee. Ach ja, stimmt, Gravel wollten wir auch. Ja, Gravel wollten wir. Hier, guck, hier sind wir dann runtergegangen. Ah ja. Genau. Ach, jetzt sind wir wieder im Hauptgang, also wo man runterkommt. Kann ja nicht irgendwo noch Gravel sein? Scheinbar nicht, Gravel ist irgendwie ziemlich rar geworden, wie es aussieht. Ist das Gravel? Nein. Ist das da hinten Gravel? Nein. Ist zu. Nicht grob genug. Doof. Oh, mir fehlt Essen. Ist was? Also, mir fehlt was. Meine ich. Ach so, hier. Danke. Jetzt esse ich gekotztes Essen. Yay. Lass uns mal nach hier lang gucken. Okay. Wenn wir da noch ein bisschen Gravel finden. Irgendwie will das nicht so wirklich. Ja. Da ist ein Zombie. Ein Gravel. Zombie. Jo, lass erstmal das da vorne abbauen. Du kannst ja da vorne machen, ich mach hier. Oder so. Oh, ein Höhlengeräusch. Ja, wow. Das ist voll was Neues. Ja, total, ne? Oh, fuck. Schaufel im Eimer. Ich kann, kann kein Gravel noch mit meiner Faust abbauen. Ich hab noch eine. Oh, das ist nice. Die ist sogar noch fast voll. Natürlich. Danke. Ich hab eh nicht mehr so viel Platz. Nur noch den einen Stack voll machen hier. Blub, blub, blub. Boah, das ist ganz schön viel Gravel. Mhm. Aber ist ja gut für uns. Ja. Zumindest für die Farm. Du hast echt so ein Riecher dafür, irgendwie, wo die Sachen sind. Das ist krass. Wieso? Ja, lass mal hier dann gucken. Vielleicht ist der ja noch Gravel. Zack, ist der Gravel. Müsste nur bei Diamanten auch so funktionieren. Hm. So, wie viel Platz hast du noch? Warte, ich muss noch abbauen, dann kann ich es dir sagen. Warum fällt der Sand nicht runter? Ach, das ist Sandstein. Ah, wir sind unterm Meer wahrscheinlich. Bauen wir bloß nicht weg. Nee. Und der Sand hinterher und das Wasser danach. Ich habe noch. Das, ach, das Diorit. Diorit. 1, 2 Platz und noch einen halben Stack für Gravel. Ja. Also 2 ganze und einen halben. Ich guck mal grad. Ach, Kohle hab ich gar nicht. Eisen, hab ich Eisen eingesammelt? Nö, irgendwie hab ich auch kein Eisen mehr im Inventar. Hast du alles eingesammelt? Das hab ich wahrscheinlich schon alles. Okay. Und bei dir ist alles voll, was das angeht. Hm. Ja, ich hab 30 Eisen und 2,5 Stacks Kohle. Okay. Aua!
den Gravel dort abgebaut? Ja. Okay. Ja gut, dann können wir raus. Ich habe Na 1, gut. 2, 3 Stacks fast. Na, ich habe jetzt, ich habe einen und 40. Ja, egal. Für den Weg brauchen wir ja nicht so viel. Ach, guck, hier ist noch ein bisschen Eisen. Also bei mir war auch noch Eisen da drüben, ne? Aber egal jetzt. Ja, naja, was soll's. Wir gehen hier bestimmt noch ein paar Mal runter. Ah. Ach so, Was? willst du das Steinschwert oder hast du ein Schwert? Ich habe ein Schwert. Okay, dann behalte ich das Steinschwert und nehme das nächste Mal, wenn ich. Ich habe mir ja noch eins gemacht, bevor ich Ach, hier irgendwie ist wiedergekommen wieder. Oh, bin. es ist wieder Nacht. Sich als klug herausgestellt hat. So. Guck mal, hier ist auch noch Eisen. Blöp, blöp, blöp. Noch eins. Was ist denn da? Oh. Noch einer. Die riechen uns. Noch Oh. einer. Schnell, pass auf. Hinterm Loch ist ein Creeper. Ja. Da ist ein Creeper. Ja. Super. Hat ganz schön viel rausgesprengt. Gut, dann schnell ins Oh, Bett. Schnell, oh, schnell, oh, schnell, schnell. nur der hat den Stall gesprengt. Das macht nichts. Den bauen wir jetzt wieder zu. Eieiei. Ah. Warte, nein, das wollte ich Hallo nicht. Enderman, lang nicht gesehen. Dreck. Oh, ich habe keinen Dreck mehr. Was macht das Pferd da oben auf dem Haus? Ich habe keine Ahnung. Komm runter, Pferd. Hier noch Dreck. Hier haben wir noch Dreck. Oh, falsche Farbe. Mist. Ach, ist bei dem Zaun hier doch auch egal. Na gut. So. Stein raus, das Eisen rein. Da auffüllen. Stein raus. Kohle rein. Stein rein. Ist irgendwo ein Pferd runtergefallen. Creeper! Wo? Oh, Scheiße! Oh Mann, ey! Und wessen Pferd hat er getötet? Gar keins. Ach, okay. Kann doch nicht wahr sein. Was macht das Pferd? Wieso dreht es sich im Kreis? Freut sich. Kannst du den Zaun dann auch wieder zubauen? Ja. Toll. Geh mal raus da. Das haut gerade ab, ne? Ja, ich fang's ein. Meins ist auch abgehauen. Hey, Pferd. Du kriegst jetzt deinen Sattel wieder. Und ich schaff dich auch wieder hier rein. Hey. Alles gut. Alles gut. Oh, aber die Leine von dem Esel hat's gesprengt. Dann kommst du halt auch hier rein. Wieso kriegt ihr die Leine? Ach, jetzt. So. Kannst du den Gravel oben reinlegen? In Moment die mal. Kiste, die auf dem Haus steht? Das wäre Ich nice. fange erstmal den Esel hier ein. Jo, okay. Hallo, Esel? Hier lang. Hallo? Ich habe wieder Melonensamen gefunden, das ist cool. Was ist denn hier los? Hallo? Der Esel will nicht. Na dann lass ihn. Sturkopf. So. Super. Jetzt schleppe ich einen Esel mit mir rum, der aber nur ein längeres Seil macht, statt mitzukommen. Gut. Ist es vielleicht mein Esel? Nee. Doof. Welcher ist denn das, der da hier steht? Ja. Der ist doch angeseilt. Ja, ich habe den gerade geseilt. Hier, an das Ding. Da Nee. ist an dem Pfosten hier dran. Bei mir nicht. Bei mir schon. Komisch.
So. Dann mache ich mich fröhlich, frisch und munter. Mal wieder, wo ist denn die Karotte? Ich hab die. Hier, warte. Kann ich die nämlich gleich wieder einpflanzen? Hier noch irgendwo Sticks. Ja, hier liegen noch vier drin. Zwei Schaufeln. Wieder das Höhlengeräusch. Ja. Ein anderes. Ach, was sage ich nur? Ja, wusste man noch gar nicht, dass hier eine Höhle ist. Das Wasser, ey, das Geruckel, ey. Oh Mann, Ey, ey. ey, 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 yo. Ups. Es werde Lichtschäfchen. Und Hühnchen. Flint. Habe ich jetzt Eier eingesammelt? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich so Was du? wirklich nehmen soll für die Übergänge hier am Wasser. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ja, aber warum nicht? Hey, da sind Möhren gewachsen. Nice. Da ist sogar richtig viel gewachsen hier. Sehr gut, wir waren ja auch lang weg. Ja, aber ich habe gedacht, wir sind außer der Reichweite, dass das wächst, weißt du? Dahin und die dahin. Und hier haben wir eine Melone. Yay! Juhu! Und vier neue Seeds. Und die wächst hoffentlich dann darüber. Und die wachsen dann vielleicht auf dem Weg, aber das ist ja nicht so schlimm. Die Kürbisse sind auch schon ganz gut gediehen. Deit ist ja bestimmt nicht, oder? Nee, aber das klingt lustig gediehen. Könnte man auch mal wieder neue Scheren machen. Gravel für den Weg. Gravel für den Weg. Bam, 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 bam. Alles klar. Nicht? Doch, doch. Dann halt kein Gravel für den Weg. Dreck brauche ich nochmal kurz. Dann mache ich das so hier. Damit wir den Fluss überqueren können. So. La la la. La la la. La la Da la 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 la. da My body is oh over the ocean. Bunny is oh. Ja, genau.
ja gerade einen Fisch an die Angel. My body is over the sea. Hast du schon wieder? My body is over the ocean. Oh, bring back my body to me. Dein Pony? My Pony. Gravels. Bring back, oh, bring back, oh, bring back my body to me. Ja, ich angel. Don't bring back my body to me. Das ist irgendwie nicht so spannend. Deshalb. Das versetzt sich dann direkt in Sehnenstimmung. Tja. Ich könnte anfangen, Piratenlieder zu singen. Do what you want, because oh, was war denn das jetzt für ein Fisch? Oh, das war kein Fisch, das waren Lederschuhe. Alles klar. Geil. Ist ein Lederschuh zu deiner Lederhose geangelt? Au. Oh. Oh. Du musst ja immer das Passende ertragen, ne? Oh, toll. Möhren. Oh, und es wird Nacht. So langsam sollte ich mich dann auf die Heimreise begeben. Tu dies. Und sieht schön aus, das wo du gebaut hast. Gucken wir dann gleich. Okay. Erstmal komme ich schlafen. Ja, und ich warte noch, dass ein Fisch anbeißt und dann komme ich auch schlafen. Komm schon, warum dauert der letzte Fisch dauert immer so lange, so jetzt. Noch mehr Zeit als vorhin. Warum springst du da drauf? Damit es kein Ackerboden mehr ist. Wolltest du wohl nicht? Ich habe mehr dort. Das war ja nur für den Anfang, damit schon mal ein bisschen was wachsen kann in der Zeit. Ach so. Hattest du noch Gravel? Nö. Alles, was ich hatte, habe ich irgendwo reingetan. Ach ja, hier ist noch was. Okay, ja, dann ist es gut. Ja. Pumpkin Seeds haben wir ja noch. Einmal noch mitnehmen, falls ich noch ein bisschen wässriges Wasser bauen will. Wässriges Wasser? Warum nicht hartes Wasser? Weiß nicht, ist nicht so wie hartes Wasser. Ich bin schneller als du. Reitest du jetzt mit dem Esel hier lang? Ja, ich benutze jetzt nur noch den Esel. Warum das? Keine Ahnung, ich mag den. Magst du das Pferd nicht so? Doch, das ist auch ganz nett. Auch ganz nett. Die Hühner mögen es zum Baden. Ja, sind ja auch. Ist das nicht normal bei Hühnern eigentlich so? Doch, doch, eigentlich schon. Huch. Kann man gelten lassen. Ich glaube zwar eher, dass sie einfach da gefangen sind, aber na gut. Sieht cool aus. Gefällt mir. Das war eine gute Idee. Hast du gehört? Ja, was? Ich hab dich gelobt. Was war eine gute Idee? Ja. Sorry, ich hab gerade. Ja, das hier so zu bauen, das sieht echt schön aus. Gerade überlegt, ja. Ach so, danke. Deswegen ist das ja gefallen. Warum? Weiß ich nicht warum. Toll, die Pflanzen wachsen ringsrum an den Kürbis ran. Naja, egal. So war das zwar nicht geplant. Du bist halt so, oh, eine Melone. So, oh. Oh, das sind 6 Seeds. Nice. Die Hühner sind einfach drauf, haben wir immer in die Quere zu laufen, wenn ich Eier nach in den Stall werfe. Oh, ich habe auch Eier eingesammelt. Pass auf, Eierweitwurf. Na super. Jetzt habe ich, indem ich das kleine Hühnchen hier töten wollte. Hallo? Wie
die da drin rumflattern im Wasser, wie irre. Ich habe einen Weizen eingesammelt, aber naja. Alter Schwede, wie hast du das eingestellt? Indem ich... Hast du auch Seeds? Was? Ja, zwei. Dann pflanzt dich dahin. Ja, sofort. Ich mache nur noch eine Babykuh. Ah, schon okay. Hab Na toll. Jetzt habe ich noch eins übrig. Hm. Ah, hier. Kannst du hier mal die Erde dingsen? Ach, schon gut. Hopp. Wo denn? Schon okay, ich habe gemacht. Also, Die Erde am Wasser bleibt so. Hä? Was? Ja, ich, nein. Was? Egal. Die. Es hat sich erledigt. Ich habe die Seeds jetzt gesetzt. Deshalb hat es sich erledigt. Verwirr mich nicht so. Ich wollte damit sagen, die Erde am Wasser, ja, die bleibt geackert. Wenn, deswegen haben wir ja das Wasser hier durchgemacht, damit wir nicht immer wieder ackern müssen, wenn wir was abernten. Okay. Und auch, weil es schön aussieht. Okay. Ich will es auch mal von oben betrachten jetzt, wie es jetzt mittlerweile geworden ist. Oh ja, ich auch. Aber hier ab Haus oder so, damit man das Ganze überblicken kann. Okay, okay. Also du kannst auch woanders hingehen, aber ich gehe hin. Ganz schönes Gewässer geworden, ja. Hm. Krass. Ich mag's. Ja, mir gefällt's auch. Und ich will dann noch bis zu dem See rauf Getreide dann anpflanzen. Ui. Weil das geht relativ schnell. Okay. Ich will dann nur hier, du hast jetzt hier links Getreide, dann hast du rechts daneben Karotten. Mhm. Da will ich das Feld noch voll machen. Und da rechts daneben auch noch Karotten voll. Mhm. Dann will ich hier direkt vor uns, was noch leer ist, was Richtung Haus zeigt, da will ich überall Kartoffeln setzen. Okay. Da rechts die Melonen am Fluss lang, wo schon ein paar sind. Ja, ja, genau, da. Da links halt die Kürbisse, vielleicht auch noch eine Etage höher noch ein paar. Mhm. Und ansonsten halt alles mit Getreide noch da bis oben hin. Um das sieht ja bestimmt cool aus. Bis weit nach aufzubauen. Gefällt mir. Durchaus. Ich denke mal, das wird ganz cool. Ich glaube auch. Dauert halt nur eine Weile. Aber wir haben ja Zeit. Wenn man immer mal hier vorbeischneit und das mit dem Getreide ein Stück weitermacht, dann müssen wir uns halt noch irgendwas Schlaues für das Bauernhaus hier überlegen, wie wir das bauen. Hoch. Hoch. Ups. Und dann wird das bestimmt richtig hübsch hier. Ich denke auch. Aber es kommt dann halt echt drauf an, wie das Bauernhaus aussieht, ne? Hm. So, stopp. Das brauchen wir nicht. Du kannst ja schon mal was Schönes überlegen. Wir haben ja hier eine relativ große Fläche. Guck mal, wie weit das hier noch rüber geht. Das also, was mich nervt, ist das hier so. Alles mitverwenden. Guck, wie weit die Fläche hier noch rüber geht. Ja, aber irgendwie verwirrt mich, dass du hier was abgesteckt hast schon. Das war nur, wo ungefähr das Bauernhaus hinkommt. Das kannst du eigentlich komplett wieder wegreißen hier. Ja, okay. Das war nur, wo das ungefähr hinkommen soll. Damit wir von da aus ausgehend dann den restlichen... Also erstmal das Gehege und so, aber das steht ja jetzt fest. Das will ich eigentlich nicht mehr umbauen. Mhm. Und dass dann halt die Ebenen da so mit dem Getreide da hochgehen, das war ja so eigentlich noch gar nicht geplant gewesen am Anfang. Ja, ich weiß irgendwie gerade nicht so wirklich, was damit anzufangen, aber man kann ja noch überlegen. Ja, ansonsten lässt man den See halt hier einfach und ist halt ein See neben dem Haus oder so. Ja, aber klar. Man macht dann noch voll und die Flüsse gehen dann zusammen und dann... Ich hatte auch gerade irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir den wegbauen. Ach so, ja nee, keine Ahnung. Wir könnten ja auch eine hübsche Brücke drüber bauen. Irgendwie. Ja, dafür ist er ein bisschen klein, glaube ich. Aber wir können mal schauen, was wir damit machen. Der beeinträchtigt ja jetzt nicht unbedingt das Haus. Und wenn er doch im Weg ist, kann er noch weg. Wir können ja dort eigentlich auch... Wir können ja dort die zwei Flüsse zusammengehen lassen. Und dort einen breiten Fluss weitergehen lassen. Und da ein Mühlrad ranbauen oder so. Hm, können wir machen. Das wäre auch cool. Naja, gut. Werden wir ja schon irgendwie noch sehen. Wir können den hier auch noch in den Sumpf übergehen lassen wieder. Jo. Das schauen wir dann, wie es wird. So. Ja. Aber für heute ist erstmal genug getan. Auch wenn wir einen
der Höhle nicht das gefunden haben, was wir finden wollten. Aber vielleicht haben wir irgendwann nochmal Glück mit den Kartoffeln. Und ja, demnächst geht es dann weiter mit dem Bauernhof und vielleicht auch schon ein paar neuen Sachen der Bauernhütte und mal schauen, was uns dann noch so einfällt. Jojo. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut. Bis später. Ciao.